Kein Abseits von TT. Der Außenrisspass geht nicht auf, aber dann der Pass auf JOÃO. Klauss war besser und der ist einfach so ein Tor. Sabitzer. Micho. Guter Ball für TT. Und das ist der Ausgleich. Klauss. Was für ein schönes Geburtstag. 0:0 steht und wenn die Wiener Austria nicht gewinnt gegen Sturm, dann ist es völlig Banane, wie das Spiel hier heute in Pasching für die Hartberger endet. Und das endet nicht sehr gut, weil... Michael. Michael, guter Ball auf Marvin Putzmann und der LASK führt mit. Starker Ballgewinn von Filipovic. Klauss auf Balic. Hussein Balic. Ja, gute Übersicht von Haudo. Bestimmt keine schlechte Partie spiele ich, das will ich ihm auf gar keinen Fall unterstellen. Aber die Klasse fehlt halt ein bisschen von einem gewissen Peter Michel, der nochmal bekommt das Foul, beziehungsweise lässt Schiedsrichter Altmann wegen Vorteils weiterlaufen. Klauss, schöne Übersicht, guter Abschluss. Von der den LASK hier wieder voll ins Spiel bringen kann mit dem Ausgleich. Und jetzt ist das 1:0 da. Steider im Zusammenspiel. Ranzl. 1. Und. Da verschätzt sich Novak. Muss gewesen wäre jetzt so auf der anderen Seite Klauss. Michael 1:0. Frieser, es geht schon wieder weiter im Vorwärtsgang. Klauss, Potzmann, Michael. Gut gespielt, schnell gespielt von Frieser. Und wieder ist der Rückraum frei, kein Abseits. Klauss, Wurm. Freistoß etwas, Michael, der kommt mit viel Schnitt. So viel ist sicher. Weit und da ist das 1:0. Klauss auf James Holland. Das heißt, der Austausch war geplant. Frieser für Geuginger und da macht er in seiner allerletzten Aktion gerade noch eben dieses Tor. Und TT mit der zweiten Chance. Klauss klatscht ab. Das Spiel scheint entschieden zu sein. Doppelschlag. Das Spiel, das Training überwacht von Kameras, um so noch besser zu analysieren. Nicht nur eben das Spiel, sondern auch der Touch von seinem neuen Coach bekommen hat. Hogadens. Oh, leichtsinnig Gebauer, Klauss, das ist die Entscheidung. Fehler von Gebauer. Ja, da ist JOÃO Klauss jetzt gut durchgekommen. Riesenchance für den LASK hier auf ein frühes Führungstor. Und da ist es. Mit zum Beispiel Yusuf Otubandio, Marco Ragutz oder Dominik Reiter. Ein Thomas Geuginger fehlt ihm natürlich. Der wäre auch noch eine tolle Option. Und jetzt ist der Ball wieder im Tor. Kein Abseits. Klauss hat jetzt die beste Gelegenheit auf den Schuh. Ciao Victor, wunderbarer Pass auf JOÃO Klauss und der LASK führt mit 1:0.
sich der eine oder andere von Ihnen jetzt fragt, und was ist mit der Qualifikationsgruppe? Die spielt schon am Dienstag. Schau, Viktor, wieder für Schau Klauss. 2-1 LASK. Schau Klauss. So. Und die einfach ein Spiel auch laufen lassen. Und jetzt lasst der LASK laufen. Geuginger läuft drüber, Michael. Flak ist gut und der Abschluss auf. Kein Abseits, Tor zählt. In Verteidigung, die sich auf viel Arbeit einstellen kann. Denn der LASK offensiv. Geuginger im 1 gegen 1. Schöne Bewegung. Joao Klauss mit dem Schuss ins lange.